play. Okay. What? Mastery Challenge available. Ach, das ist das 12 GB Update. The new Mastery Challenge Game Mode is now available, bringing with it new quests, new gear and cosmetics. Wang has new armor available in his shop, but only for those who have mastered the first River Raid map pack. Neuer Inhalt für das Spiel. Coole Sache. Aber wir waren gestern noch in Jorvik und wir können hier noch nicht dran, weil wir die die Dings hier noch nicht gefunden haben. Die Schlüssel dafür. Deswegen haben wir aber für diesen Bereich, für Yuvishire, haben wir eben die nächste Sachen, die nächste Mission angenommen. Ich kann heute nicht sprechen. Die nächste Mission angenommen und deswegen gehen wir einfach straight runter. Ich habe kurz überlegt, ob wir hier schon das alles einsammeln sollten oder raiden sollten. Eventuell, vielleicht sollten wir einfach mit dem Schiff runtersegeln. Dann können wir hier den Raid starten schon. Und eigentlich dann auch. Na komm, wir machen. Wir gehen zu der Quest hier erstmal hin und dann gucken wir mal weiter. So, wir müssen aber erstmal aus diesem Tunnel raus, wo ich mich ja gestern ein bisschen Backseat-Gamen habe selber, beziehungsweise einfach nachgeguckt habe, wo dieser Schatz ist, weil der mich in die Verzweiflung getragen und getrieben hat. So sehr, dass Ava einfach hier mal eben kurz gegenhaut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gedrückt habe, dass sie das gemacht hat. Aber okay. Hat eigentlich jemand von euch schon das DLC ausprobiert? Der Ike hat das DLC ausprobiert gehabt schon, ja. So viel kann ich sagen. Weiß immer noch nicht, ob ich mir das holen soll oder nicht. Er meinte, es war ganz okay, war aber jetzt auch nicht viel Spieldauer so overall. Also der hat das, glaube ich, innerhalb von 10 Stunden oder so durchgespielt gehabt. I don't know. Ich meine, ich habe den Season Pass auch noch nicht. Ob ich mir das hole oder nicht, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Weil ich jetzt schon so viele Stunden in dem Spiel verballert habe und irgendwann dieses Jahr. Tatsächlich, ich plane ich dieses Jahr noch irgendwas anderes zu streamen. Haha. Ha, ha. Ich bin so unsicher, ob das klappen könnte mit Dokumi und so. Weiß noch nicht, ob ich zu Dokumi soll. 3 Stunden One-Way ist für einen Tag zu viel und bei 2 Tagen bräuchte ich das zum Übernachten extra. Ich habe noch eine Couch. Kevin. Müsste es halt nur den Raum mit den Vögeln dann teilen. Hast du unser Doppelbett vergessen? Mädelsabend mit Kevin bei Isa übernachten. Mädelsabend mit Kevin, ja. Wäre Pemp auch schon bei mir. Aber mehr als, ich glaube, dann kann ich auch nicht mehr Schlafanpässe anbieten, außer es bringt jemand irgendwie was mit zum Schlafen oder so, aber... I mean, ich erinnere nur an den Discord-Tag letztens zu dritt. Oh, ich war gerade so, war ich dabei und dann... Ach, dieser Talk. Wieso reite ich eigentlich so langsam? Das wäre auch eine Sache, ich müsste da auch noch was finden. Was ist das für eine Quest? Ja, wahrscheinlich eher was mit zu tun. Hallo, wer bist du? Hi. Bon Gordé. Hail, Warrior. You keep this estate? I do. I'm Gottfried Fairrobe, celebrated Dringir of the Great Heathen Army. Trusted golden helm of Ragnar Lothbrok. I intend a clean and honorable battle as my days grow old and rotten. I wish to keep myself dignified in my death rattle. Mm-hmm. Your upkeep is impressive. My war garments are unblemished, well-groomed and pristine. Ragnar taught me self-respect when we summered here. A clean conscience, unblemished oaths, and immaculate loyalty are of higher value than any well-dusted piece of armor. A resonant thought. Now, will you oblige me? An honorable and clean battle is all I ask for now. May Odin visit us in this dance. Let us fight. Mal gucken, wie stark er ist. For a last drenching of raven wine. Die dodge halt nicht! Ich hab 5-mal jetzt dodgen gedrückt! Alter. Darf ich jetzt mal?
Ja, ich hab jetzt. Jetzt hat er Double Shielde. Das ist ja witzig. Das sind jetzt einfach gar nicht mehr zum Angreifen kommen, ganz einfach. War dann ein weirder Fight am Anfang. Also er mich voll getroffen und dann ging's. Thank you for this last song of well-wrought iron and immaculate blows. Go to your shining, flawless victory. Farewell, honorable Dringe. This is so weird, dass sie sich einfach umbringen lassen. Und dann so, yeah, honor und sowas. Und du bist so, what the heck? Why you do this? Drengar defeated. Defeated. Oh. Shit. Seht ihr, das meine ich nämlich. Wir haben jetzt hier oben schon was verpasst, nur weil wir hierher geritten sind. Jetzt haben wir hier was auf. Oh Gott, das wird so schön. Okay, wir gehen aber jetzt erstmal. Wir müssen uns für eine Richtung entscheiden. Ganz einfach. Das hat was mit Glauben zu tun. Ich weiß, aber. Mein Glaube ist halt so, ich möchte eigentlich Sachen nicht. Es ist so wie mit Monster Hunter World. Ich spiele das gerne, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, die Monster zu töten, weil ich die voll süß finde und es ist voll grausam, dass wir die töten. Wir sind einfach voll behindert und ich hasse das Konzept dahinter. Weil die alle voll cool sind. Und dann. Pause machen, viel Spaß in der Pause. Geiler wäre eigentlich einfach, wenn man mal Monster Hunter World aus Perspektive der Monster spielen könnte und dann einfach durchdrücken. Das fände ich wieder witzig. Das fände ich okay. So. You know? Ja, und wofür fange ich die? Ich fange die dann, damit ich die in der Arena wieder töten kann. Die Bäre in den Lurk geht, wenn der Pausen aus dem Stream ist. Understandable. A treasure map collected. Awesome. Müssen wir nachgucken. Warte mal. Wir müssen nachgucken, wo der ist. Hammutshire. Und die waren, glaube ich, irgendwo Lincolnshire oder Leicestershire und Gloucestershire. Aui. Es war klar, dass es irgendwie unter uns war. Ist Upsala, komische Kameraperspektive. Muss ich mal wieder einen Weg nach unten finden. Das, was ich immer sehr gut in dem Spiel kann. Und Schlüssel finden. Kann ich auch sehr gut. Nein! Shit. Wir haben keine Stamina mehr. Jetzt kann ich meinen einen Schuss nicht benutzen. Ist hier so eine Tür. Wie wäre, also, nice all. In Monster Hunter Story 2 kannst du die Monsters aufziehen und darauf reiten. Ich habe nächste Woche einen Zahnarzt und jetzt schon. Ja, magst du nicht so gerne Zahnarzt? Ich kann damit hier drunter hersliden. That's ridiculous.
Ah, du musst ja jetzt dagegen werfen, weil das im Wasser ist. Ach. Oh. 100 Euro für Hin- und Rückfahrt. Eieiei. Explosionspfeile. Ich habe keine Stamina dafür. Das habe ich gerade gesagt, dass ich das nicht machen kann. Ihr seid nicht vergessen, dass ich Angst vor Zähnen bin. Jo. Wenn wir alle schmecken von euch immer alles, ne? Ofis. Und Dokument ist in Düsseldorf, right? Yes. We're getting there. Eventually. Was? Ich merke mir nicht alles, was sie schreibt? Nee. Tut mir leid. Okay, ich habe jetzt noch Assetzung vor mir. Dann ist mein Mund wieder schick und nice. Unerhört. Pff. So bin ich. Frech wie eh und je. Mann, ich hätte mal diesen einen Stamina dafür behalten sollen, ey. Mal kurz nochmal hier raus. Noch schneller. Ich auch anderen dann nehme ich das einwerfen. LOL. Das hat mich jetzt überrascht, dass ich ein Vogel. Ich brauche was zum Töten. Ja, brauche ich halt gerade wirklich. Oh. Weil ich halt nicht zu sicher bin, ob ich. Glaube nicht. Oder Pilze. Adrenalinpilze. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Scheiße, Mann. Ey, bis ich jetzt hier was finde. Wo ist das Ding noch, ne? Das war's schon. Erstmal. So, wo ging es jetzt hier runter wieder? Was ist das denn für ein Untergang? Wo sind wir denn jetzt hier? Wow! Quasi der Ausgang, wo wir rauskommen. Okay. Und ich bin,
Eventuell lasse ich bei diesen Sitzungen etwa so viel Geld beim Zahnarzt, wie ich für mein Gaming-System. Ja, ist aber auch normal. Und dann bin ich beim Tabs wechseln auf den Reload-Button bei Twitch gekommen. Der ganz schöne Chat. No! No! Jetzt, was tust du denn? Ich erinnere mich an die Statue. Das ist aber nett von jemandem, der das hier wieder repariert hat. Als ich kurz mal drei Tiere getötet habe. Wenn Esa was zum Töten will, will ich auch was töten. Hallo? So geht das nicht. Ah ne, wir müssen hier durch. Glaube ich. Ja, okay. So, nicht verkacken. Smells like a trap. Eigentlich auch ein Key noch irgendwo. Wo ist denn dieser Schlüssel jetzt hin? Hier war doch irgendwo ein Schlüssel noch, oder nicht? Hier hinter. Warte mal. Dann hat das aber mit was zu einer Quest zu tun, weil die Tür auch so nach dem Motto aussieht, von wegen, hey, das sind die Türen, die du eh nur zu zweit aufdrücken kannst. Dann gehen wir weiter erstmal. Dann gehen wir erstmal weiter nach oben. Mich hier wieder raus im Gleichsystem. Wahrscheinlich wieder über die Statue, ne? Jo. Wir kommen auch noch irgendwann zu der Quest in diesem Gebiet. Irgendwann. Ich sage euch. Aua. Wem die Discord nicht angezeigt wird, dass du streamst. Echt nicht? Interessant. Au, au. Hat mir den Raben alle angegriffen. Aui. Hat er die Markierung von dem kleinen Ding wieder rausgenommen? Nee, aber das ist noch was Kleines. Ah, hier. Unterwasser-Ding sieht man einfach nur. Meter runter. Dann müssen wir wohl in der Ruine was Unterirdisches finden. I guess. Weil man ja so viel sehen kann. Huh. Hoffentlich überlebe ich das. Ups. So auf jeden Fall nicht. Kann man nicht schneller schwimmen? So auch nicht. Oh Gottchen. Oh Gott, ist das scheiße. Oh mein Gott. Hallo!
Ich hoffe, ich kann atmen. Ich muss da atmen können. Wenn ich da nicht atmen kann, komme ich hier nicht mal lebend raus. Nein! Oh, shit. Ist nirgendwo, wo ich mal Luft holen könnte? Okay, dann, bestimmt war da irgendwo noch was zum Luft holen, aber... Ganz entspannt, wir haben noch Zeit. Lass dich davon nicht irritieren. Warte, wo bin ich hergekommen? Wo bin ich hergekommen? Achso, hier. Ganz entspannt. Ja, alles gut, Eva. Discord so, Isa ist AFK. Der Fuck? Warum? Egal! Wo ist eine Stadt, wo wir Urlaub spielen können? Aber erstmal gehen wir raiden und dann reiten wir hier rein. Und aber erstmal gehen wir jetzt hier hin. Diesen Schatz zu sammeln. Seht ihr? War ganz entspannt. Er braucht schon ein Schiff, wenn man Plätze hat. Ich finde das schön, dass das Pferd einfach so das mit sich machen lässt, actually. Das ist wirklich sehr schön. Wir müssen irgendwie in die Hütte. Da ist was kaputt. Hier könnten wir runterher. Warum auch immer. Haben wir einfach aus Spaß kaputt gemacht. Okay. Wir haben eine Tür, die ist aber gebarrt. Deswegen gucken wir mal eben, ob wir von hier rein hätten schießen können. Nope. Ich auch, wenn das kaputt ist. Also wir haben hier so eine Tür. Isa tut nichts. Ja, passt so. Hallo! Minis. So, wie komme ich jetzt da rein ohne... Nee. Das passiert also, wenn ich die Taste drücke. Wie hängst du da überhaupt? Wieso? Ganz normal, würde ich denken. Wir müssen da rein. Oh, oder warte, kann ich irgendwie was... Als ob ich die Tür von hier aufmachen kann. Top! Schön. Fackel ist auch direkt aus. Hä? Pastor Billy, vielen Dank für den Follow. Willkommen zurück, Birdies. Wieso, wie hänge ich da überhaupt? Ich hänge hier ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch. Kann man sagen, mal lieber, wie ich da rein... Muss ich jetzt echt... Hi, Pastor Billy, was geht? Jetzt da. Komme ich mit dem Langschiff hier überhaupt rein? Da ist ein Ast im Wasser. Welcome on board, buddy. Oh, vielleicht mit dem Boot. Ich weiß nicht, welchen Ast du hier siehst. Ach, diesen Ast. Aber ich glaube, der ist nur Deko, oder?
Nee, ist ein kaputtes Boot. Akuma. Hilft mir aber, glaube ich, auch nicht weiter. Klasse, Billy, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Willkommen. Es ist ja ein bisschen Verzweiflung in Assassin's Creed, aber das ist alltäglich hier. Aber vielleicht brauche ich einfach nur so ein Bötchen. Gehe mir auf das Bötchen drauf. Dann nehmen wir hier das Paddel. Und dann schieben wir das einfach genau da rein. So. Sollte eigentlich klappen, oder? Also wenn das nicht klappt... Ja, danke. Dann hätte ich jetzt aber auch echt stark an Assassin's Creed gezweifelt. Funksen in Gott. Das wär's auch hier. Wir ignorieren die Stadt erstmal. Wir gehen jetzt hier runter raiden. Und dann gehen wir zur Quest. Wir müssen halt gucken. Ich muss mal gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr Queste und dann erst alles andere danach machen. Mamas vom Kinderarzt ruft an und wir sind im Urlaub. Eieiei. Aber gibt's da nicht immer einen Vertretungsarzt? Für sowas? Wir müssen. Müssen wir hier entlang? Warte, gucke ich in die richtige Flussrichtung? Nö. Gut. Take Command erstmal. Wie wär's? Ja, mach mal. Ich glaube, wir müssen das Schiff aber drehen. Piep. Piep. Oh, da war ein Fisch. Sehen wir in die richtige Richtung? Ich meine, da ist eine Stadt, die wir sehen. Ja, okay. Die Stadt ist nämlich da oben, wo das Häuschen ist. Und dann... Oh, wir sind schon lange nicht mehr mit dem Boot hier rumgeschippert, ne? Ich brauche eine Test wegen der Beförderung vom kurzen Vertretung. Ist ja, finde ich, da. Oh. Das ist ja ätzend. Oh, cool. Jetzt haben wir hier sogar ein Fast Travel reingebaut. Beförderung für die Schule. Geht dein Sohn schon zur Schule? Eigentlich ist es richtig schade, dass man gar nicht so oft auf dem Boot ist, weil man dadurch die ganzen Songs und Geschichten so verpasst. Aber das ist halt nicht so wie Black Flag, wo du halt viele... Dieses Jahr, oh cool. Er wird Freitag 6, oh krass, ey. Nice. Wie aufregend. Sind wir so langsam? Weil ich auch kein Segel setzen darf, ne? Und nur. Maybe kann ich. Ich meine, ich würde sogar zu Dokumi fahren, sodass ich One Way. Das wäre nice. Aufregen und holy crap, ich habe keine Ahnung, was ich alles machen muss. Ja, aber ich glaube, das hat ja niemand von Eltern Ahnung in dem Moment, oder? Das Double Raiden. Ich weiß gar nicht, welcher Raid da mir angezeigt wird, aber wir haben diesen Raid zumindest schon mal gefunden. Action, Leute! Das, was ich am besten kann im Spiel. Töten. Glaubt ihr, ich habe für den Bogenschützen links geaimt? Eigentlich für den großen hier. Glaubt ihr, ich habe für den geaimt? Nö. Aber. Den großen darf ich mir nicht. Jetzt. Ich bin so souverän, unwissend und so. Ja, ja. Genau so.
Er ist schon ein bisschen witzig gehoppt gerade. Der ist richtig witzig gehoppt gerade. So, wir gucken mal, wo wir die Schätze haben, damit wir die auch ja nicht verpassen. Oh, Armbrüste? Ich mag Armbrüste nicht. Boah, open! Help me with this. Wie die beiden gestorben sind, mega geil, oder? Oh. Mein Gott. Wie? Nur hier hoch. Hey, oben nicht noch was? Nee? Okay. War das hier? Warte mal. Kleinen gelben Pünktchen sieht man. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn man noch die gelben kleinen Pünktchen sehen würde. Okay, in dieses Gebäude müssen wir. Warte mal, kann ich hier einfach durch die Tür? Ja. Guck mal, hier ist sogar extra eine Leiter, damit man hier hochklettern kann. Das ist der einfachste Schatz ever. Ich habe gestern noch gesagt, ich möchte einfach mal einen Schatz haben, wo man einfach nur hochklettert und einfach sagt so, yo, let's go. Genau so. Ist er in diesem Gebäude wahrscheinlich? Komm ich hier rein? Achso. Ich sollte wohl ein bisschen aufräumen hier. Nur ein bisschen zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich parier. Aua. So. Gar keinen Dings mehr. Diese Armbrustschützen. Hier. Mann, du dummer Flaggenträger, lass mich in Ruhe mit deiner Standarte. Was war das denn? Habe ich gerade einen Pfeil pariert? Kevin, was war das? Kevin! Alter. Das ist ein neues Ding. Ich wollte vom Kurzen auch ein neues Zimmer schenken. Dem Kurzen auch ein neues Zimmer schenken. Warte. Meine Fresse, jetzt hört doch mal auf, mich anzuzünden! Why this one? Achso, ne, der hat einfach nur keine Stamina. Wack es dich! Meine Fresse! Wir können auch einfach hier auf zu quatschen. Haben wir jetzt die Tür hier aufgemacht? Ich bin von allen genervt. Mit Preise hoch wegen Lieferengen. Mit neuem Bettschreib und so weiter. Hab schon von zwei Seiten gehört, dass man von Mäusern fährt, hält zur Zeit. Warum? Man renovieren wahrscheinlich viele Leute dieses Jahr und letztes Jahr. Danke, dass die Animation nicht unterbrochen wurde. Danke, Spiel. Mehr habe ich mich nicht.
Mehr wollte ich gar nicht. Dass sie hier gerade wohl total überlaufen sind und ja, das ist nicht viel da. Ich muss das gerade irgendwie anpassen können, bevor ich kaufen kann. Kann ich verstehen, aber also keine Ahnung. Zahlen sind ja auch nicht mehr hoch. Also ich fühle mich da mittlerweile echt nicht mehr so besorgt, dass ich nicht denke, dass ich jetzt nicht in eine Ikea gehen könnte oder dergleichen. Du musst halt natürlich immer vorsichtig noch sein, aber wenn du Maske trägst und dir nicht mit in die Augen oder irgend so einen Scheiß reinballerst, ist ja vollkommen in Ordnung dann. Ammunition ist cool. Warte mal, wohin muss ich jetzt? Ach, natürlich haben wir wieder einen kleinen Schatz noch über vergessen. Ich bin noch an dieser Leiter vorbeigelaufen. Supplies! Brauchen wir alles für den Ausbau unserer Siedlung immer noch, leider. Gucken, wann ich damit fertig bin, ey. Ich glaube, ich muss in dieses Gebäude, kann das sein? Wo ist hier eine Tür, die wir aufmachen müssen? Da. Oh. Aui. Gott sei Dank scheint dieser Fall mich auch nicht zu interessieren. Jetzt hat der eine Fall mich unterbrochen, dann verstehe ich nicht. So. Und dann, wenn hier kein gelber Punkt mehr ist, sind wir fertig. Das heißt, wir können einfach jetzt mal hier zum Ausflug klatschen. Fertig, Leute. Gut geradet. Guter Raid, guter Raid. Ich bin gerade einfach zu geizig. Not gonna lie. Ich bin zu geizig gerade. Okay, ne, wenn man, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin zu geizig, um mich zu hoch zu heilen. Aber dann habe ich mich hochgeheilt. Also laufen wir jetzt einfach zur Quest. Und jetzt rufe ich mein Pferd, was ich eigentlich machen wollte vorher. Aber hey, Tasten drücken. Habe ich voll drauf. Ich muss nach. Oh, irgendwie dachte ich schon, der Turm, da wäre das, wo ich hin wollte. Aber dann ist mir aufgefallen, es kann irgendwie nicht sein. Yay, noch mehr Eis. Aber wir sind auch im Norden von Engerland. Von daher macht das ein bisschen Sinn, dass wir hier noch ein bisschen mehr Eis haben. Sieht ein bisschen aus wie die chinesische Mauer da oben. Wir reiten mal eben ein bisschen. Was sind das, Wölfe? Ich weiß gar nicht, wie so unsere Indizzahl von Corona momentan in unserer Stadt aussieht, aber ich weiß zumindest, ich werde nächste Woche geimpft. Das ist schon mal sehr schönes. Hoppidi hopp, runter mit dir und dann hochkletterli. Oh. Komm, das ist nur Schnee, du bist Wikingerin, du kannst das. Travel to Unlove's Lookout. Halfdan was last heard fending off Pixir. Bin mal gespannt, ob ich direkt in eine Cutscene jetzt renne oder ob ich noch synchronisieren darf. Ich würde gerne synchronisieren. Signs of battle. Hard fought on both sides. Wir sind Wölfe. Na, nice, Signs of Battle leading up the hills. Ach so, das müssen wir eben. Beziehungsweise fast hoch. Drumherum alle so 1 bis 3 Pferde, bei uns so statt so 44. What the fuck, was macht ihr denn? Synchronisieren machen wir. Thank you.
Ich brauche definitiv ein neues Headset. Das bröckelt nur noch. Ja, ich bestell den ganzen Scheiß jetzt einfach. Don't know. Ätzend. Also es ist schon ein bisschen blödelig. So, dann haben wir den ersten Aussichtspunkt hier. Ja, das ist immer noch ein anderes Gebiet, ne? Jo. Das ist diese. Warte mal. Wo ist hier die Grenze? Da. Das ist dieses Gebiet. Das ist das Gebiet. Oh, das ist so riesig. Okay. Underneath. Deswegen wollte ich nicht runterspringen. Hier? Wo ist hier nicht? Ist das noch eine Ebene tiefer? Ja, wenn man runterspringen kann wahrscheinlich. Nee, war okay. Wenn wir jetzt noch die Tür treffen, dann ist okay. Haben wir sonst noch einen Gamepunkt? Ich erkenne das immer nicht so gut, wenn man andere Symbole drauf hat. Wahrscheinlich kann man die Symbole alle rausfiltern. Ich habe das aber einfach noch nie nutzen müssen. Wohin renne ich jetzt gerade? Zur Quest, ne? Und stell dir vor, man nimmt einfach den Weg hier oder so. Wäre viel zu einfach. Wenn man im Kreis alles zusammenrechnet, haben wir trotzdem doppelt so viel. Und so die ganze Welt drumherum öffnet sich so wieder und ne, alles schön und gut. Oh. Hallo Jungs! Hey, who's that? Everyone all right? Hi. Hä? Okay, der ist immer noch 53. Hä? Ein bisschen den Drang, da runter zu springen. Nur so ein bisschen. Ready now? Help the wounded and get every man's name. We leave none behind. Katzi? No. Well met, Abel Ravenfriend. Oh! Er kennt mich. Kenn ich dich? Now there's a face I've seen before. Oh, wir haben Faravid. Ach! Jorvik, the Yuletide Feast. Ach, den haben wir. Ja, doch, dann ist das der. Den habe ich gestern erst gesehen. What brings you here? Halfdan Jarl. He summoned me. Is he near? He was, but the Picts hit us hard. We were separated. Fresh attack from the hills. Circle round! Watch your backs! Picts. Be happy to see the likes of me. No escape from warfare. Weil wir gerade kurz mal auf dem Handy geguckt haben, wie unsere Zahlen aussehen, aber. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier gerade Enemy ist und wer nicht. Die sehen alle gleich aus. Ups. Au. Hey, frech. Hallo. Au. Warum kann ich hier nicht... Das ist doch eindeutig ein Gegner. Oh, okay, doch nicht. Ich weiß nicht, wen ich hier angreifen muss. Okay, den. Die sehen alle gleich aus. Einer von uns, das ist nicht einer von uns. Er messert dich einfach hier. Aber ich bin auch komplett verwirrt, muss man ja dazu sagen. Wenn man Feedreader offen macht und er einfach die 300 Artikel als gelesen markiert, kann man auch Zeit sparen. Was ist denn der Feedmaker? Au! Der hat mich einfach nur in die Brust getreten und mich damit getötet?
Was geht denn hier ab? Seit wann kann ich das Spiel nicht mehr? Habe ich das so lange nicht mehr gespielt? Wir müssen Assassin's Creed mal zu Ende bringen, jetzt wirklich. Mit Ralf, wir machen nur noch ein Spiel und Overwatch und let's go. Ich meine, ich beschleunige es eh nichts. RS. Feedreader. Ach, so ein Feed. Glaube ich irgendwie Fatreader. Also so von wegen Fütterungsfeeder. Lesen. Schon mal gut. Bitch. Aber. Oh, roll ich im Schnee? Roll! 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 Alter. Manchmal kann die das, manchmal kann die das nicht, ne? Alter, der Raven hat mich gerade so erschrocken, dass er gelootet hat. Das heißt, keine Apex und kein SOT mehr? Nein, das schon. Also, schon ein bisschen Variation, aber wirklich nur auch ein Story-Spiel. So, bei Apex und sowas, das mache ich meistens aus, habe ich Bock dazu oder habe ich nicht Bock dazu. Also auch, ist das nicht viel, spiele ich aus Bock, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin einfach immer so lost in den Spielen und es nervt. Und das ist natürlich weniger, wenn man sie einfach öfter spielt, ne? Fatreader? Ja, oder auch ein Fatreader. Regal with Barbies. Ich bin... Hallo, hi. Ach so, dann sag das doch. Mein Gott, ich bin doch auch nur ein verwirrter Mensch. Hey, Nils. Schön, dass du da bist. Katzi? Nein, ja, nein. Stirbfahrer wird gerade. Noch mehr von denen. If we die today, tonight we drink with Odin. Either way, we claim victory. Wir haben auf jeden Fall nicht den High Ground. For Thor! For old friend. Once again. Halfdan Regnason, we meet in the Forge of Battle. Surely a good sign. I don't know you. One of Faravid's new dogs? I am Eivor of the Raven Clan. Eivor, yes. Down in Mercia. Kingmaker with my brothers Ivar and Uba and Finir in East Anglia. From the tales I hear, I feared you might be taller. That's not a fear you feel often, I imagine. So you answered my summons. But the timing is poor, as you can see. Too many here are spent, battle sore. Thirsty. Faravid, have your men build field pyres for the dead. At once, my jarl. Not here, not now. Oh, das ist die Stadt, die wir, glaube ich, gesehen haben schon. The oldest son of Ragnar Lothbrok, so he says. What do you make of him? Heroic display. He makes a powerful first impression.